peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. Was ist passiert? In this yard? Der Leutnant wirft einen Blick auf das kleine Gebäude. In der Ferne hebt sich ein Schwarm grauer Schwalben in der Lüfte. He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Someone thought they could have a summer house in a bloc obscur for cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. Also ist dieser Teil der Küste ein Block obscur? Practically, it's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drugs. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. Immerhin haben die früheren Bewohner ein bisschen Musik zurückgelassen, du tippst auf das Tonband, das du aufgehoben hast. Wir haben es recht, hier ist es furchtbar, gehen wir. Nee, wir haben das Tonband. Yes, and you picked it up as part of the Jamrock Shuffle. Schenkt dir ein erschöpftes Lächeln. It's not meant as nagging, just an observation. We should move. I don't think our suspect is in this particular yard. No place to hide. And besides, it's too close to Martinez. Ich will das Tonband hören. Auf. Ah, wir kriegen sogar mehrere Sachen. Buch von A bis... Ah ja, stimmt, das Buch haben wir gekauft. Von unserem Sterntier, Supertier, unserem Patronus. Aber erstmal höre ich mir das Lied an. Das Tonband, das du in einer Hütte an der Küste gefunden hast. Auf der A-Seite steht die kleinste Kirche in San Serra, während auf der B-Seite die instrumentelle Version zu hören ist. Er fordert zum Abspiel einen Ghetto-Blaster. Ja, haben wir. The portareal is just what you needed. The reels attached to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Hören wir uns an. Press the large button marked Commencer and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Wir pressen unser Ohr natürlich dagegen. It sounds like someone's moving in the room, getting comfortable. Then the organ starts playing, a simple, melancholic tune, echoing in the hallway. A lone singing voice joins in. Vielleicht ist das der traurige Song, den wir schon immer gesucht haben und den wir alle tief in unserem Herzen fühlen. Telling you about the tiniest church in Sessongs, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Mega! Within seconds you know, this is the one, the real shit you've been looking for, the one you trust your room to. This one tells it like it is. This is your tune. Und wir werden ihn heute Nacht singen und alle werden weinen. A click, then silence for a bit, then the tape stops spinning. Nein, es ist viel zu traurig. Es könnte sein, dass ich weine und das Zimmer wieder verwüste. Vergiss es, ich weine ja jetzt schon. Ich sehe albern aus und alt. Nein. Könnte ich das als Karaoke singen? Ja. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times. Geil. Yeah, they're all here. All three verses. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Aber was? God. You have to convince God to let you sing karaoke in the whirling. Verdammt. After you've won him over, you ich glaube, wir müssen ihn umbringen. Express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. The lieutenant watches you pack up the boombox. He doesn't say anything. Oh Gott, er weiß, glaube ich, was wir planen. Ah, oh, Kakadu. Ein Buch über die unterschiedlichen Arten von Kakadus und ihren Verhaltensstörungen. Vielleicht könnte es ja dazu beitragen, einen Einblick in die ebenfalls oft problematischen Handlungen zu gewinnen. Die majestätische Königskakadu stand dich vom Buch der Klasse an. Komm, wir müssen uns den Kakadu angucken. A cockatoo is a parrot with an erectile crest, found on the Seminine Islands and in southern Fas à la Mer. Known for their intelligence and general precociousness, cockatoos are popular birds in aviculture. However, they often exhibit various behavioral issues. Okay. This book talks about the delicate nature of twos, as well as introducing some of the most popular species among the bird enthusiasts. The funeral cockatoo, the major majestic cockatoo,
and the most common bang-bang cockatoo. It's colorfully illustrated. Okay, was für Probleme können die Vögel haben? Where to even begin? All cockatoos are known for their needy natures, requiring attention for at least 2 full hours a day. They love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. Ich könnte damit umgehen. Es wäre schön, jemanden zu haben, mit dem man reden kann, wenn man sich einsam fühlt. Wer will schon einen gesprächigen Begleiter? Ich möchte jemanden, der weiß, wie man zuhört. Nö. Pet owners also report moodiness, loudness and hostility as recurring issues. If left unsatisfied, cockatoos may scream non-stop, pluck their feathers or become aggressive. Verstehe, das ist ziemlich schlimm. Noch sonst? It is not recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a life of your own. Aber Kakadus müssen doch irgendwas richtig Tolles an sich haben, oder? Lesen wir erstmal über den Begriff des Kakadus. This is a yellow-tailed black cockatoo. Its specific name, Sitarcus venereus, relates to its dark and somber plumage. This bird looks as if dressed for a funeral, 24/7. There is something indisputably ominous about it. Da hat man das relativ gut gehört. Funeral im Englischen, Funerus. Das passt ganz gut, ja. Und das wird dann wahrscheinlich das Kakadu sein. Nett. Okay, majestätischer. Perhaps the most impressive of all the species, the endangered major majestic cockatoo is major often described as the most flamboyant bird in the jungle. Its pink-colored wings and flowing crest embellishing its proud and bumptious nature. In the words of poet-explorer Sir James Fournier, few birds more enliven the monotonous hues of the verdant forest than this big, bold and beautiful species. Ah, die Zeit rennt. Ich glaube, wir verbringen da richtig viel Zeit. Despite its banging name, the bang-bang cockatoo is actually the shyest of the species. Oh, hätte ich nicht gedacht. Common in almost all Seminese forests, as well as zoos and homes all over the world. Its plumage is mainly grey and white. The Seminese name, bang-bang, is thought to be of onomatopoeic origins. Okay, und was ist jetzt an denen so toll? Ich glaube... Ehrlich gesagt klingt dieser Vogel ein bisschen wie ich. Oh, wir können uns einen aussuchen. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle and show off, and will even scream for fun, often as loud as up to 135 decibels. Not great for the neighbors. Performing? Yes, birdie. Okay, welcher Kakadu soll unser sein? Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you? Welcher Kakadu ist euer Typ? Der unscheinbare und weit verbreitete Bang-Bang-Rotschwanz-Kakadu, der bin ich. Nur der Begräbnis-Kakadu ist dank seines düsteren Gewandes in der Lage, Tiefen meiner dem Untergang geweihten Seele wirklich zu erfassen. Ist das nicht offensichtlich? Der majestätische Königskakadu natürlich. Aber was ist, wenn ich einfach bloß ein Verkakadu bin? Nein, Kakadu, der alles verkackt. Ich muss mir was Zeit nehmen. Nee, wir sind natürlich der Begräbnis-Kakadu. You're right. You're Sitarcus venereus embodied. This ominous bird belongs on your heraldry. Okay. Hat uns das irgendwas gebracht? Haben wir jetzt eine neue Aufgabe? Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob das jetzt irgendwie uns was gebracht hat. Mesovian Socioeconomics. Stimmt, wir haben die ganzen Gedanken abgeschlossen. Wie kann ich dann gedacht? 0.000% of communism has been built. Evil child-murdering billionaires still rule the world with a shit-eating grin. All he has managed to do is make himself sad. He is starting to suspect Krasmazov fucked him over, personally, with his socio-economic theory. It has, however, made him into a very smart boy with something like a university degree in truth. Instead of building communism, he now builds a precise model of this grotesque, duplicitous world. Das klingt echt cool. Politisch linksorientierte Dialogoptionen gewähren plus 4 AP, weniger visuelles Kalkül und weniger Autorität, Reaktionäres überall und unterdrückter Innenwahrkommunist.
Okay, das ist ehrlich gesagt nicht so gute Boni, aber okay. Art degree. Yeah, nächste Fähigkeit. Oh, wie das geil aussieht. Richtig gut. Contrived. Mediocre. Milktoast. Amateurish. Infantile. Cliche and gonorrhea ridden peon to conformism. I fucked me. Affront to humanity. War crime. Should literally be tried for war crimes. Resolutely shit. Lacking in imagination. Uninformed reimagining of. Lip-wristed. Premature. Ill-informed attempt at. Talentless fuckfest. Recidivistic shit peddler. Pedantic. Listless. Savagely boring. Just one repulsive laugh after another. Und ich finde es cool, so viele Kommas aneinander zu setzen. Gefällt mir. Was kriegen wir da durch? Wir Hände zittern vor Wut, weil alles so scheiße ist. Passive Würfelprobe um Konzeptbildung stellen ein Moral wieder her und gewähren plus 10 EP. Ich muss sagen, die ganzen Fähigkeiten sind nicht ganz so überzeugend. Haben wir das jetzt gerade angemacht mit dem Ding? Okay. Interessant. Nehmen wir noch den Weg nach Hause, oder? Ich glaube, wir haben wieder ein paar Skill-Punkte. Haben wir nicht? War nicht? Ich dachte, wir hätten genug. Gucken wir uns mal ganz kurz unseren EP-Balken an. Krass, haben wir nicht. Tremble. The time is now. Taola. Okay. Was für eine Zeit? Time for the show. For Taola. The hallowed time of fear. And disintegration. A countdown has begun. All will collapse on itself. The world will disappear into a single grain of blackness. All sound will be muted. All life will scream. Boah, das klingt richtig cool. Da hat man richtig Bock, einen Run mit Zwielicht zu spielen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich glaube, das ist mega episch. Und ich habe da ja auch bei der Charaktererstellung mit nachgedacht. Das ist echt, echt cool. Ich bin leider nicht so der zwielichte Typ. Moment, wann hat dieser Countdown begonnen? Monday morning. The moment you arrived in this reality are the first crack in the sheer face of God. From you it will spread. Shit. Aber was bedeutet das? Ulogu Theodos. Xino Zausin. Ipoli Osidien. Echondes Fronisin. Du sagst, das sagst du deshalb, weil ich das Ende der Welt vorhergesagt und das wie ein Wahnsinniger kundgetan habe, oder? Okay, ich glaube nicht, dass ich diese Zeit jetzt bekomme. Vielleicht kommt sie später. Nee, wir kommen yes, jetzt. You spoke the words of the Palindropos and the houses of Perikarnassus. Items, people, even words will tumble. All will lose its meaning in the coming years. That is why you marked yourself. Woher weiß ich, dass das hier nicht bloß ein Witz oder irgendein Bewältigungsmechanismus ist, sondern ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube tatsächlich, das Ende der Welt könnte bevorstehen. Wir sind Optimisten. Sorry, aber bei diesem was auch immer das sein mag, mache ich nicht mit. Das war hier ein Fehler. Wir nehmen die erste Option. It's totally also a coping mechanism. Wie geil. okay. Finden wir heraus, warum wir so ein Optimist sind. Und finden heraus, warum das, warum angeblich das Ende der Welt bevorstehen könnte, obwohl wir nicht so glücklich sein können. The face of the woman fractures. There will be herd killing. We all become vapor. Geil. Wow. So viele coole Optionen hier freigeschaltet. Und wir sind nun ein besonderer Kakadu. Geil. Ehrlich gesagt muss ich aber sagen, dass die ganzen Optionen echt ein bisschen so lala waren. Also irgendwie hat mich noch nichts so wirklich überzeugt. Du hörst ein Knarren von weiter vorne, eine gebrochene Achse schneien. Und ein Boot. Unter der Plane ist ein Boot versteckt. Ah ja. Das war nicht ganz so schwer zu erkennen. Ich kriege noch mal ein paar Flaschen. Wir können hier erstmal durchs Fenster gucken, bevor wir da reingehen. Wir können sogar hier noch weitergehen. Wir gehen aber zuerst danach ins Haus. Durch das zerbrochene Glas sind verstaubte Regale und ein vergessener Stuhl zu sehen. Ich glaube, wir sterben. Ich sehe mal.
Aber wir scheinen aber keine Person da drin gesehen zu haben. Das heißt, wir können vielleicht looten. Bestimmt gibt es noch einen gruseligen Keller. Oder es gibt tatsächlich echt nur einen Stuhl. Interessant. Und eine Postkarte. Coal City 08. Und wow, eine Fliege. Wow, aber wir haben doch unsere... Wir haben doch unsere Krawatte. Du bist dir sicher, dass du mit dieser Fliege ein echtes Zeichen setzt? Allerdings bist du dir nicht ganz sicher, was für ein Zeichen es ist. Im trüben Licht des Raums siehst du einen dunkelroten Stuhl. Oh, unsere Stimme kann reden. It's only a red chair. Just a red chair in an empty shack. With what looked like a dusty bow tie on the shelf. Nothing to see here. Wo sind wir hier, Kim? In someone's abandoned shack. On the coast. In Martinez. In Ravachol. He's afraid you've forgotten suddenly. Könnte sich der Verdächtige aufhalten? Warum? Was hat das mit der roten Fliege auf sich? Das zeigt auf ihn. Was hat das mit dem roten Stuhl auf sich? Nothing. It's just a piece of furniture. Red paint is peeling off it. Looks like blood, no? Und die Fliege ist auch rot. It's just a piece of clothing you've picked up. You do that, officer. You collect clothes sometimes. He sounds a little worried. It's an odd habit. You better not fucking think about ditching me for some shitty cum-stained bow tie! You and I are gearing up for the final showdown that's gonna be off all walls. You wait and see. Rock and roll! Yes, agreed. You should never take your necktie off. Ever. Könnte der Verdächtige hier, der hinter der, dem wir hier sind, sich hier aufhalten? Ist echt doof. Here. I don't see signs of recent habitation. This place is abandoned. Okay, gehen wir wieder. Wir haben einfach jetzt einfach nur Zeit verschwendet mit dem Gespräch. Wie doof. Großartig. Also, schön. Sehr kreativ, uns diesen Ort zu geben, der scheinbar absolut keine Bedeutung hat. Und wir scheinen hier nochmal was zu entdecken, was wir nicht sehen. Oh, da ist was. Von hier kann nicht gefeuert worden sein. Bäume versperren die Schusslinie. Ah, das ist einer der ersten, der erste Anhaltspunkt, von wo der Schuss kommen könnte. Ich hätte gedacht, dass hier nochmal was ist. Ach ne, das ist die Lampe, die da nach unten geht. Wo kommen wir hier raus? Hier kommen wir wieder nach unten raus, okay. Ich glaube nicht, dass wir die Stelle hier nochmal finden werden, die Interessantes macht. Hier kommen wir auch nicht weiter. Gehen wir weiter nach oben. Irgendwas ist hier. Vom Norden her dringen Alltagsgeräusche. Ein Waschbrett reinigt Stoff und Schmutz. Oh, da sind Leute. Klauen wir ihnen erstmal alles. Das Gebüsch ist zu dicht und zu dornig, um es zu durchqueren. Okay, wir müssen also außen rumlaufen. Betonziegel verkohlt, eine behilfsmäßige Feuerstelle. Zeitschriften bieten wohl das zu einer Ecke und wieder hinsetzen wollen wir mal. Wir reden trotzdem mal kurz mit der Bank. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've... Okay, sagt er immer wieder. Oh, ein riesiges Fass. Da sind bestimmt Pfandflaschen drin. Nein, eine Hose. Und sie hat einen Error? Wow. Zugeschnittene hellbraune Hose, in allen Belangen gemäßigt. Ist vollkommen unauffällig, aber dennoch einfach perfekt. Ich meine, why not? Ziehen wir sie mal an. Sie steht uns. Schön. Und unsere Stimme redet mit uns. These are some wonderfully regular pants. Not too tight, not too loose, moderate in every sense. You'll blend right in at some pleasant dinner party. Ich mag durchschnittlich normale Dinge. Ups, das war ein modischer Fauxpas. Du verwirrst die Gedanken und ziehst die Hose aus. Let's hope no one saw you wearing those outrageously regular, almost moralist pants. Toll. Das war ein kurzer Spaß mit der Hose. Da haben wir sie jetzt einfach weggeworfen. Cool. Du siehst eingestaubte Wäsche auf einem Bett liegen, getrocknete Tulpen. Hier ist scheinbar noch irgendwas, was wir sehen können. Was ich aber nicht sehe. Zugezogene weiße Vorhänge. Es ist unmöglich hineinzusehen. Oh,
Fischerhütten einen neuen Ort haben wir freigeschaltet. Ein Schleifstein, abgenutzt und verrostet. Nein! Gehen wir einfach ins Gebäude rein. Baumaterial. Wer dieses Haus errichten wollte, ist bereits aufgebrochen. Die Postkarte zeigt einen Wald von Schornsteinen, aus denen dichte Rauchwolken im wolkenlosen blauen Himmel emporsteigen. Cloud Factories, yay. Der Lauf der Zeit hat ihr einen blassen Farbton verliehen. Schön eigentlich, die Karte. Wie die Farbe alter Zähne. Nicht ganz so schön. Auf der Rückseite wird ein einziger Satz zweimal wiederholt. Ich bin entkommen. Kein Empfänger. Okay. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir das? Ja, nehmen wir. Reden wir zuerst mit den Kindern. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. Ich hoffe, die wird ein bisschen netter. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Ihr seht einhörig aus. The stone-kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. He looks just like me. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. Okay. You're bad with kids. Sie können nicht mit Kindern umgehen. Die nehmen das Leuten offensichtlich. Stimmt ja. Und was sind Sie, der Kinderversteher Nummer 1? Es ist unmöglich, mit Kindern umzugehen. Sie sind einfach zu dumm. Wir nehmen die Zeitoption. Das ist irgendwie die beste. Maybe I am. Now, how about some actual police work? We are not getting anything here. Jetzt können wir natürlich fragen, ob sie böse Leute gesehen haben. What bad people? Einer der Zwillinge schaut auf, sein Mund ist leicht geöffnet. I don't think questioning 4-year-olds without their parents present is gonna crack the case. Wo ist eure Mama? The kids don't reply, absorbed in their little game. Ich glaube, wenn wir mit ihm reden, ändert sich auch nichts. Haben die Bilder gemalt? Das Graffito verdeckt ein Straßenschild. Einzelheiten sind kaum zu erkennen, die durchweg warmen und einladenden Farben wirken allerdings gemütlich. Ein Blumenkasten, der im Moment völlig brach liegt, vielleicht ändert sich das im Frühling. Reden wir mit Omi, vielleicht ist Omi die Mama. Und jetzt müsst ihr mit einsetzen, nur versetzt natürlich. Und dann machen wir das dreistimmig. Okay. You're not sure about the melody, but it might be Savsamaran, possibly Sigean, also known as the Apricot Suzunti. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Okay. Interessant, ich wusste nicht, dass die Übersetzung von Graunstar das war, was sie gesagt hat. Wenn sie nicht sehen können, woher wussten sie, dass ich dann hier bin? Du lehnst dich nach vorn und woher weiß sie das? I still have a golden ear. Come, come. Okay, lehnen wir uns nach vorne. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. Scheinbar waren wir schon mal hier. We are not here to cause any trouble, madame. Trouble? Say the second thing, Bratan. Shows you got style. Wie er schon gesagt hat, wir sind Polizisten, wir machen keinen Ärger, wir beseitigen Ärger, wir sind Bullen, wir sind Teufelskerle, klick, klick, bam, bam. No, you're not. I've seen you around here before. Oh, krass. 12 years ago. You didn't raise any hell. You were quite helpful, actually. But still in Martinez, you're considered an ill omen. Ich bin wirklich ein schlechtes Omen, genau, das setze dich ein. Das Ende ist da. Wenn ich alles Schlechtes Omen betrachtet werde, warum hat mir das noch niemand gesagt? War ich schon mal hier? No,
Not you personally. Ach so. I meant the RCM. Mm. Some of the men got into a fight. One of them killed another. Locked himself in that woodshed over there. Okay. He was brooding. Needed some help opening the door. You got it open for him. That's and took him to think about what he'd done in a more secluded place. Somewhere more quiet. Mm-hmm. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. Reden wir nochmal über das schlechte Omen. Oh, the usual. Dark tidings. Black hound. Interessant, dass der schwarze Hund hier und nicht die schwarze Katze genommen hat. That's you, alright. A black hound licking your own heels. Ich bin wirklich ein schlechtes Omen, genau das erzähle ich allen. Das Ende ist da. You're not. No one around here considers us an verdammt. Ill omen. Ach, man. People would have told us. Aber Kim. Maybe they are afraid. Warum? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone, searching for treasure. So are others. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Wo kann man hier in der Nacht bleiben? Stay. Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. Wie viel kostet das? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Einen Moment, Sie überlassen es mir einfach gratis. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, als Mitglied der BMA kostenlose Unterbringung zu akzeptieren. Wenn wir so ein richtiger Polizist wären und ich schon zweimal die Angebote von anderen Leuten angenommen hätte, wäre das eine gute Option. Gibt da diesen Typen Garter, zwingt mich, ihm jeden Abend Geld zu geben, nur damit ich draußen in der Kälte nicht erfriere. Hmm, that's exactly how we get ya. That's why we built our own cinder block houses on the seaside. So we don't have to give money to those crooks. We might not look like much, but they are ours. Aber warum ist es unbewohnt? Bestimmt spukt es da drin. My kids grew up and left, like they do. The house is long empty now. I live in the small side attachment. It's easier and cheaper to keep warm. Noch einmal, ich kann das Zimmer einfach so haben? Aye. The room is pretty bare bones, but it's got a bed and roof over it. That's more than some folks have around here. When Varsen communist revolutionary Ignaz Nielsen was in hiding, he stayed in a hut on the Boreal Plateau for 10 months. Das würde mir schon helfen, den besseren Kontakt zum Proletariat zu pflegen. Du nickst, dies könnte das erste Kapitel meiner Memoiren sein. Die Armut zu Beginn einer großen Karriere. Das nenne ich mal echte Revancholer Gastfreund Flash. Dieser Garte muss eine Halbkippte oder sowas in der Richtung sein. Nee, das sagen wir nicht. Wie schade, dass die schrittweise Veränderung dieses Viertel noch nicht aufgewertet ist. Ich sehe hier Potenzial, ich habe nicht viele Ansprüche. Wir nehmen das zweite. Obwohl, das erste sollten wir nehmen. You best not be plotting another revolution under my roof. We barely got through the last one. But the room, do you want it? Wir nehmen es, schlafen trotzdem aber in einem anderen Haus, da wir schon einmal dafür bezahlt haben. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Was gibt es hier in diesem Fischerdorf? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Okay. This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. The place is so pornographically poor, it's not even funny. Wer lebt noch in diesem Dorf? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east. But they are away right now. Mm-hmm. And then there's the drunks. Not a pretty sight. But there's little we can do about it.
Home is home, even for them. Okay. Welche Trinker? Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Was könnte es Besonderes hier geben? Over there, you can find more of the same. Sharks and trees growing wild. That's the pox. Was sind die Pocken? An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. The old woman shakes her head slowly. She drops the rag into the bucket. It's clean now. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinder block houses. Sharks as far as the eye can see. Das haben wir doch gerade gehört, aber hören wir uns nochmal an. The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Gibt es eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Here? For you? No, officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Oh, das ist echt bitter. Under carts, boats, in little boxes, it's not hard to find. The lack of wealth is the one thing we've got in abundance. Riddles fits with the general ambiance here. Aye. Sometimes it's as though I'm also gotten lost inside this nameless nothing. Ich bin auch verloren. Oh, it seems to be a common theme these days. Ich glaube, ich bin dabei, mich wiederzufinden. Vielleicht sollte ich verloren bleiben. Ich könnte hier stehen und kann verschwinden. Ich würde viel lieber... Nee, wir finden uns wieder. Isn't that what people always think when they are lost? Something I can do for you to find your way, officer? Scheinbar nicht. She nods, rinsing another piece of cloth. Was ist weiter unten an der Küste? Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time. Ist das da, wo wir, der Schuppen, wo wir vorhin waren? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents. Other things. The place never stays open. Schade, it's dass... a pity. It used to be such a nice church. Schade, dass man nicht irgendwie so einen kirchlichen Weg eingehen kann hier. Das wäre echt interessant. Was gibt's noch an der Küste? Before you get to the church, there's some ruins. An apartment complex or some kind of electrical plant. Rundown bunch of houses. Mhm. Empty. Was noch? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Noch was Bemerkenswertes? Of note? The old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Okay, Fischmarkt? No one. That's why it's closed. It was once a bustling place. Back when I was young. And so was everyone else. Wisst ihr noch damals? Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. Okay, aber es muss doch noch mehr geben. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut, though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. Und wer ist sie? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Ehename. Now it's your turn, Mr. Nennen Sie mich Harry. Why, I guess I will, Harry. Aye, it just rolls off the tongue. I used to know a Harry. Strong lad, but dumb as a rock. Was ist aus ihm geworden? He did too many narcotics.
So many, he fell off his boat and split his skull on a buoy. Folks who saw it say his head cracked open like a melon. Nasty, nasty. Okay. Was ist mit Ruby? Nee, I haven't seen anyone lately. Aber Sie wissen, von wem ich rede. This is my little cinder block town. I know what goes on around here. She's being evasive. She knows something. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Ob sie das überzeugt? Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people tell on each other. Sie wissen etwas. Wir sind hier, um zu helfen. Das ist wie damals, als der Mann sich in der Holzhütte eingesperrt hat. Wir müssen ihr nur helfen, rauszukommen. Es geht hier nicht um die Gewerkschaft. Sie müssen keine Vergeltung fürchten. Wir nehmen die erste Option. Aye. That you are, Dark Omen. Help yourselves and your organization. Help the storm clouds gather on the horizon. Verstehe, Sie wissen etwas, aber Sie haben beschlossen, es uns nicht zu sagen. Na schön, aber wenn wir etwas Rechtliches finden, kommen wir später wieder. I'm not going anywhere. Perhaps there's something else the village can do for you, eh? Though we don't have much here. Just garbage. And a skiff or two. Oh, jetzt noch mit der Unterschrift. Wir haben es noch nicht so ganz... Ja, wir sind ihr irgendwie nicht noch immer nicht ihr bester Freund. Eh? What's this about? Come now, I can't read all this scribble. Tell me what it says. Everard will einen Teil des Dorfes, ein kleines Jugendzentrum verwandeln. Es geht nur um einen Immobiliendeal, nichts Ominöses. Ach, wissen Sie was? Vergessen Sie es wieder. Ich werde Sie damit nicht belästigen. Wir nehmen die erste Option. Huh. I might be half blind, but it looks like part of the village is gonna be a street. The best part. The part we need to get out of our houses. Oh Mann, das ist so bitter. Have you asked Lillian about this? I won't even consider signing till I know she's on board. Okay. Wo finde ich sie? She's right over there. The dark-haired woman, leaning over the railing. Okay, fragen wir sie. Yes. You do that. Can't let fat Mr. Clear down now, can you? She's not impressed by a cop running errands for a local bigwig. Not at all. Okay, gehen wir weiter. Aduhai Induang Shurong.